ÖVP-Chef Karl Mahrer, das Thema Mindestsicherung und Sozialhilfe ganz groß im Fokus. Heute gab es von der ÖVP zwei Pressekonferenzen. Ihre richtet sich vor allem an Peter Hacker, dem Sie jetzt ein Ultimatum stellen. Warum denn? Wir haben Stadtrat Peter Hacker heute ein klares Ultimatum gestellt. Wir fordern die unverzügliche und vollständige Umsetzung des Sozialhilfegrundsatzgesetzes auch in Wien und damit eine Anpassung der Sozialleistungen, vor allem für subsidiär Schutzberechtigte, an die Leistungen, die in den Bundesländern rund um Wien bezahlt werden. Es versteht niemand, warum ein subsidiär Schutzberechtigter, das sind insbesondere in Wien fast 9000 Personen, in Burgenland, in Niederösterreich, in Oberösterreich 400 Euro Grundversorgung bekommt und der gleiche subsidiär Schutzberechtigte bekommt in Wien 1156 Euro Mindestsicherung. Das muss beendet werden, denn Stadtrat Hacker macht damit Wien zu einem Sozial- und leider auch zu einem Kriminalitätsmagnet. Wir fordern aber darüber hinaus auch die Anpassung der Sozialleistungen für Familien, für Mehrkindfamilien und für Wohngemeinschaften und wollen damit nicht etwas Neues, sondern wir wollen einfach das, was in anderen Bundesländern gilt, auch in Wien einführen, weil wir auch in Wien dazu verpflichtet sind, Wien nicht zu einem Magneten für Sozial- und Kriminalfälle zu machen. Jetzt haben Sie dem Herrn Stadtrat das ausgerichtet. Bis zum 18. September bleibt Zeit. Sollte er hier auf Ihre Forderungen nicht eingehen, was wird es dann geben? Schauen Sie, ich bin mit dem Stadtrat Hacker in einem guten persönlichen Gespräch und wir haben auch in der letzten Zeit viel miteinander gesprochen. Aber Faktum ist ganz einfach, dass er sich über diese Forderungen und über diese Vorschläge aus seiner Sicht hinwegsetzt und eine links-linke Politik macht, die in dieser Stadt immer weniger Menschen verstehen. Ich appelliere daher an ihn, er soll zur Einsicht kommen, denn diese Einsicht ist notwendig, damit Wien auch für alle Leistungsträger eine gerechte Stadt wird und damit Wien durch die ungezügelte Zuwanderung von Fremden nicht weiter zum Sozial- und Kriminalitätsmagneten wird. Stadtrat Peter Hacker ist also gut beraten, bis am 18. September zu einer positiven Entscheidung zu kommen, unsere Vorschläge, unsere Forderungen anzunehmen, und auf diesen Termin warten wir. Sollte aber der Peter Hacker diese Forderungen nicht erfüllen, dann sage ich auch klipp und klar, dann werden wir im Sinne der Wienerinnen und Wiener und aller Leistungsgerechten in dieser Stadt auch ganz klar zu scharfen politischen Mitteln greifen. Und das schärfste parlamentarische Mittel ist die Einbringung eines Misstrauensantrags. Aber da hätten Sie dann wohl nicht die Mehrheit, weil ja SPÖ und NEOS hier wohl eher mit dem Stadtrat mitgehen würden, oder? Also erstens einmal schauen wir es uns einmal an. Ich überlege schon, was denn im Stadtrat Wiederkehr vorgeht, wenn er am 13. Dezember des Vorjahres bereits gesagt hat, Wien stemmt das nicht mehr. Und wenn er glaubt, Wien stemmt das nicht mehr, dann wären die NEOS eigentlich auch verpflichtet zu überlegen, ob Koalitionstreue wichtiger ist als das Wohl dieser Stadt. Und ich denke, die nächsten Wochen werden spannende Diskussionen bringen. Wir als Wiener Volkspartei stehen jedenfalls dafür zur Verfügung, dass wir konkrete Vorschläge gemacht haben und diese Vorschläge jetzt auch in einem Forderungspaket und in einem zeitlichen Ultimatum Stadtrat Peter Hacker vorgelegt haben. Sie haben betont jetzt gerade, Sie würden sich grundsätzlich mit dem Stadtrat gut verstehen. Herr Dr. Wölbitsch hat gemeint, der Herr Stadtrat würde sich dem Diskurs hier verschließen und würde mitunter auch sehr ruppig sein in seiner Art. Wie sehen Sie das jetzt? Ich bin ein Mensch, der mit allen Menschen gut sprechen kann. Und ich kann sagen, im persönlichen Gespräch gibt es da sehr gute und inhaltliche Auseinandersetzungen. Das, was Stadtrat Peter Hacker tut, aber in der Öffentlichkeit, ist, dass er Meinungen anderer sehr oft herabwürdigt und dass er zum Beispiel auf die Frage bestimmter Communities in Wien einfach die Antwort gibt in der Öffentlichkeit, mir ist das wurscht. Das ist eine Art und Weise, die ich nicht verstehe, nicht akzeptiere. Mir ist das Wohl der Wienerinnen und Wiener ganz sicher nicht wurscht. Herr Mahrer, vielen Dank. Vielen Dank.